Welcome. Welcome. Willkommen. Willkommen, Chaos-Familie. Wir heißen euch willkommen, SMTV und Jinx. Wir sind sehr glücklich, euch hier willkommen zu heißen am ersten Tag des Chaos Communication Camp 2019. Yay! Yeah. Ja, happy to be here. Wir sind absolut froh, hier zu sein. Es ist eine großartige Ehre, hier auf der Bühne zu stehen. Und ich bin auch sehr aufgeregt, mit euch zusammen das Camp anzufangen. Ja, willkommen zurück in Mildenberg. Ja, vor 4 Jahren, das ist eine Frage, wer war 2015 da? Lots of hands. Great. Viele Hände, großartig. Wer ist zum ersten Mal hier? Also lots of hands. Auch eine Menge Hände. Ich auch. Very, very special welcome for everybody for the first time. Seid besonders willkommen, wenn ihr das erste Mal hier seid. Ihr werdet eine großartige Erfahrung haben, bin ich mir sehr sicher. Ich bin auch sehr aufgeregt. Also, ich bin ein bisschen nervös. Aber das ist ein sehr großes Zelt. Ich denke, wer ist mit dem Auto gekommen? Wer hatte ein paar Navigationsprobleme, hierher zu kommen? Okay. Nicht so viele. Nicht so viele? Ja. Hast du OpenStreetMap benutzt oder was? Nee. Ich habe Apple Maps benutzt. Eigentlich sind wir 250 Meter vom Camp entfernt, an der nördlichen Grenze der Felder angekommen. Auf dem Radweg da oben. Ja, du kannst da nicht parken und das ist mitten in der Nacht gewesen und das hat nicht so gut funktioniert. Das ist ein bisschen hässlich, aber so ist es halt. Wenn du OpenStreetMap benutzt, kannst du die Bugs selber fixen. Übrigens, auf OpenStreetMap könnt ihr die Bugs fixen, besonders auf der Straße. Aber wir hatten ein paar Bugs mehr. Ein Käfer, da ist ein kleiner Käfer auf unserer Pipeline. Auf OpenStreetMap kann man das ganz einfach fixen, aber den Planeten vielleicht nicht unbedingt. Wir kommen alle von unseren Alltagsjobs. Mit unseren Alltagsproblemen her. Wir wissen wahrscheinlich alle, was für Software-Bugs wir bei unserer Arbeit erfahren. Irgendwelche Lebens- und sozialen Bugs. Hier gibt es ein paar beißende Bugs, Käfer. Da wollt ihr vielleicht ein bisschen Abschreckungsspray benutzen. Aber so schlimm ist es auch nicht mit den ganzen Käfern. Wir campen nicht so viel, richtig? Vielleicht sind hier auch Leute, die nicht so richtig campen. Ja, das sind zwei Sachen, die ich viel gemacht habe in meinem Leben. Computerzeug, das wisst ihr vielleicht. Oder mein erstes Modem hatte ich in den 90ern. Und danach ging es irgendwie abwärts. Das andere ist, was ich viel gemacht habe, ist, im Wald zu scheißen. Und das meine ich auch wörtlich. Ich glaube, ich habe mehr als 2000 Nächte im Wald verbracht. Die guten Nachrichten für alle hier. Wir haben Toiletten. Nicht die, bitte. Das kommt drauf an, wen du fragst. Okay, this one are the bit toilets. Okay, das sind die Bit-Toiletten, die Datenklos. Wir mussten ein paar Schilder anbringen. Jedes Schild hat leider auch eine Geschichte. Also bitte, wenn ihr diese Dixie-Toiletten sehen, das sind keine Toiletten. Das sind unsere Datenklos. Only for data dumps. Nur für Datendumps. Und bevor ihr jetzt in welchen Gebüschen guckt, wir haben auch richtige Toiletten, die findet ihr auch auf der Karte.
Breaking toilets is also like flooding toilets. Von Toiletten kommen wir auch noch zu überlaufenden Toiletten. Wir möchten euch um einen Gefallen bitten. Wir haben hier Internet, wir haben gutes Internet, aber wir haben nicht genug Internet, um Pixelfluten von der Cloud zu meistern. Also benutzt das Internet bitte in vernünftigen Maßen und ruiniert die Verbindung nicht für alle. I think that cloudy stuff is a good thing to talk about. Ich denke, über Clouds zu reden ist ein gutes Thema. Du hast irgendwas über Bugs, Käfer gesagt. Communication bugs. Wir haben auch Kommunikationsbugs. But it actually works. Das sieht ziemlich buggy aus, aber es funktioniert. Manchmal sieht etwas wie eine Bug aus, aber es ist keins. Und manchmal sieht etwas richtig gut aus, aber es ist buggy. We have for you some decked phones. Für die Kommunikation benutzen wir Deckt-Telefone. As you may know from the last Congress, we have it. Vielleicht wisst ihr das vom letzten Kongress. Wir haben tolle Leute, die da vom Phone Operations Center. Und ihr könnt jetzt eure Decks online registrieren, also müsst ihr nicht lange in der Sonne anstehen und könnt sie einfach registrieren. Ja, vielen Dank an Eventphone. There are also GSM cards available. Es gibt auch SIM-Karten, die man beim Eventphone Village abholen kann. Und für die Feldtelefone gibt es noch ein extra Village. Wenn ihr Feldtelefone mit euch habt, dann redet bitte mit den Leuten. Es ist auch unglaublich verbunden, alles untereinander. Ich weiß gar nicht, wie er das macht, aber man kann von einem Feldtelefon ein Mobiltelefon anrufen. Ja, wo kann man das schon? Like Rainbow, you know? That's magic. Wie ein Regenbogen. Using the cloud. Es ist Magie und man kann es benutzen ohne die Cloud. The buggy ones. The buggy ones. Yeah. Jetzt reden wir noch über Buggy Clouds, Wolken. Hier seht ihr ein Bild von 2015. Jeder, der damals da war in Mildenberg, kennt dieses Foto. Das ist ein großartiges Foto. We've got lots of raining clouds on it too. Aber wir haben hier auch viele Regenwolken. It's raining. I think everyone here knows. Wir haben those. You know, the pouring regnende Data Clouds. Ends of everywhere. But we also got the weather clouds. Aber wir haben auch die Wetterwolken. Prediction looks very, very fine. Momentan sieht der Wetterbericht sehr, sehr gut aus für das Camp. Aber falls es regnen sollte, bitte sichert eure Zelte ab, damit ihr nicht zu nass werdet und euch erkältet. Bitte seid vorsichtig. Wir sind draußen. Es gibt hier nicht so viel Schutz in dem Sinne. Yeah, water is also an issue sometimes in traveling, especially. Wasser kann auch beim Reisen ein Problem sein, besonders in der Wüste. Aber gute Neuigkeiten: Hier findet man Wasser deutlich einfacher als in der Wüste. Wir wollen ein bisschen Wasser sparen für die Umwelt, aber es ist trotzdem wichtig: Bitte wascht eure Hände. Besonders bevor ihr Essen vorbereitet oder esst, bitte wascht eure Hände. Das ist wichtig. Ja, weil wenn ihr das nicht macht, dann wird das für alle nicht so schön. Dann haben wir nämlich sehr, sehr kleine Bugs. Wir haben auch einige Seen ums Camp rum. Da könnt ihr gerne reinspringen, könnt dort schwimmen, danach duschen. Wir haben das Shower Wonderland, das jetzt fertig ist. Warst du da? Nein. Ich war noch nicht dort, aber es sieht cool aus. Ich habe Bilder gesehen. Da ist, glaube ich, auch eine Bar mit Musik. Vielleicht gibt es sogar Poolpartys. Klingt gut. Drinking water is available all over. Auch Trinkwasser gibt es überall auf dem Camp. An verschiedenen Trinkwasserstationen. Das ist kein Problem, eure Wasserflaschen aufzufüllen. If you like.
Yeah, or reuse your bottle. Or reuse bottles. Ihr könnt sie auch wieder nutzen, eure Flaschen. Genau, wenn ihr irgendwo Plastikflaschen gekauft habt, dann könnt ihr sie einfach wieder auffüllen. Oh yes. Who knows 621? Wer kennt 621? Nicht so viele Hände. Very important rule. It was wichtige Regel. Six showers, two decent. Es war sowas wie sechs Duschen, zwei ordentliche Tassen Kaffee und ein Schaf, oder? Naja, so ungefähr. 6 Stunden Schlaf, 2 ordentliche Mahlzeiten und 1 Dusche am Tag. Per Nerd. Okay. Pro Nerd. Okay, once again. 6 hours. Also nochmal. 6 Stunden Schlaf, 2 ordentliche Mahlzeiten und 1 Dusche am Tag pro Person. Okay, everyone. Genau. Also an alle, erinnert euch daran. Important thing, install your personal firewall. Und ganz wichtig, installiert eure persönliche Firewall, also Sonnencreme. And most important, hydrate yourself. Sonnencreme, Sonnenbrille und ganz wichtig, trinkt genug. So many clouds, so it's really. Momentan haben wir nicht so viele Wolken, also es ist wichtig, euch zu schützen. The next thing after personal firewall would be if you see. Und das nächste nach der persönlichen Firewall, wenn ihr andere Menschen seht mit zum Beispiel Fresskoma oder die einfach draußen schlafen, tagsüber oder nachts, es wird wirklich kalt draußen, also bitte passt aufeinander auf, redet mit den anderen, wenn ihr jemanden seht, fragt, geht's dir gut, ist das Absicht, dass du hier schläfst, bitte passt aufeinander auf. Yeah, like I said. We have a lot of crazy good food here, so. Wir haben viel irre gutes Essen hier. Also könnt ihr auch Steak-Paralyse haben, wenn ihr zu viel gegessen habt. Yeah. Aufpassen. Genau, auf euch aufpassen, auf eure Freunde und die Leute um euch herum. Wer würde gewinnen? Yeah. Ja. Also, da sind Kinder hier. Da sollten keine Autos sein auf dem Boden, keine persönlichen oder privaten. Da werden aber Autos sein, wie zum Beispiel die Müllautos, groß andere Autos, Essenslieferanten und so weiter. Also bitte, wenn ihr kleine Kinder rumrennen seht, guckt vielleicht mal hinterher, schaut, dass es den Kindern gut geht, Tieren auch und so weiter. Ja, wir versuchen, den Verkehr klein zu halten, aber wir werden ihn nicht völlig verhindern können. Also bitte passt einfach auf, wenn ihr nachts rumrennt. Es ist sehr cool, was hier nachts passiert, aber es wäre cool, wenn ihr irgendwelche Lichter bei euch habt, Lampen, besonders wenn ihr Fahrrad fahrt. Bitte, es ist viel mehr interessanter. Wenn ihr nachts nicht Fahrrad fährt, da braucht ihr das nicht, dann könnt ihr auch viel mehr sehen, viel interessanter. Always with lights on, please. Und bitte habt immer irgendwas mit Licht an, bitte. Ja, das ist ein Teil von seid hervorragend zueinander. Das ist wichtig, das Wichtigste, ja. Als ich... Ich habe das letzte Camp so ein bisschen verpasst für ein paar Wochen. Ich bin zur Chaos-Familie Wochen danach gekommen, nach dem Camp. Also das ist jetzt mein erstes. Aber als ich zu meinem ersten Kongress kam, 2015, war ich total geflasht von den ganzen Menschen, wie die miteinander umgehen. Mit all dem Respekt. Being excellent to each other. Ja, wie sie einfach hervorragend zueinander waren. Und das war so, nett ist nicht das richtige Wort. Es ist einfach dieses hervorragend sein. Leute respektieren einander. Wenn da Probleme sind, kannst du drüber reden und erklären, was dein Problem ist oder fragen, was das Problem ist und du kriegst eine Erklärung.
Und das ist relativ einfach, weil sich alle hier viel gemütlicher fühlen, wenn sie hervorragend zueinander sind. Aber nicht nur zueinander, ne? Nicht nur zu deinen anderen Nerds, auch zu deinen Nachbarn, deinen Zeltnachbarn, den Nachbarn außerhalb des Camps. Da sind halt auch Leute, vielleicht keine Nerds, aber auch Leute. Und zu Wild. Es gibt viele Tiere auf dem Boden, also zum Beispiel Kaninchen. Also seid nett zu den Tieren. Fahrt sie nicht platt oder so. Und ich fand, es war sehr nett, eine sehr schöne Phrase zu sagen. Alle Kreaturen sind willkommen. Absolut. Und Bugs, Käfer. So mein sehr persönliches Ding, was ich sagen möchte zu euch allen, ihr, die ganze Chaos-Community, Chaos-Familie, ihr seid so besonders. Eure Ethik, euer zueinander hervorragend sein, das sollte ein Modell sein für die ganze Welt. Für die Mainstream-Leute da draußen. Wir sollten wirklich dieses Gefühl der Exzellenz, der Hervorragendes genießen. Wir sollten es genießen für diese Tage und dann in die Welt da draußen mitnehmen. Das ist so großartig, hier wieder zu sein. Absolut. One important part is ein wichtiger Teil dessen ist unsere Fotografie-Policy. Wir leben in einer Überwachungswelt und wir wollen wirklich, dass Leute sich frei bewegen können. Also es ist ganz einfach beim Fotografieren. Bevor du ein Bild machst, fragst du alle im Rahmen, ob es okay ist, nicht danach. Das ist das Wichtigste. Das ist tatsächlich was sehr Wichtiges. Seid hervorragend zueinander heißt auch, beim Aufbauen hatten wir ein bisschen Spaß mit diesen hier. The neighbors didn't like them too much. Die Nachbarn mochten sie nicht so sehr. Es tut mir leid zu den Nachbarn. Danke, dass ihr da geduldig wart. Wir sind bald wieder weg, aber erstmal sind wir noch ein bisschen laut. Seid bitte nett. We can hear chirping crickets here. Yes. Oh yes, a big thing actually. Ja, noch was Wichtiges. Encounter in etwas, was mir immer mal wieder passiert in der anderen Welt, der Mainstream-Welt. There are probably because of the whole discussion with wahrscheinlich wegen der ganzen Diskussion wegen Mansplaining. Or they stopped asking. Haben Menschen wahrscheinlich aufgehört zu fragen. Besonders Menschen, die ein bisschen schüchtern sind. Manche haben tatsächlich aufgehört zu fragen. Also bitte, traut euch zu fragen. Es gibt vieles, was andere schon wissen, was anderen schon passiert ist, worüber sie euch erzählen können. Verrückte Sachen sogar. Es gibt so viel, was man hier anschauen kann. Also zögert bitte nicht, um Hilfe zu bitten, wenn ihr welche braucht. Und zögert auch nicht, etwas zu erklären, wenn ihr gefragt wurdet. Also wirklich, zögert nicht, etwas zu erklären, wenn ihr gefragt wurdet. Noch was über Fragen. Es gibt noch FAQs, die regelmäßig gefragten Fragen. Wir haben ja so eine
tolle Karte. With a rough overview, but ja, wir haben eine Karte innen mit so einem groben Überblick. Aber auf der anderen Seite der Karte gibt es auch die wichtigsten Informationen. Zum Beispiel Links zum Fahrplan, in dem alle Talks stehen. Es gibt Kontaktnummern für alle Probleme, zum Beispiel einen medizinischen Notfall. Also hier findet ihr alle wichtigen Nummern, also zögert nicht zu fragen. You can find contact dates there. Beim CERT findet ihr Erste Hilfe. ccc.de, some basic findet ihr auch unter ccc.de. So, please use that. Ja, bitte benutzt diese Informationen. Is that all the stuff which we'll bring here is mostly running on angels. Auch ganz wichtig, alles was wir hier machen, funktioniert primär wegen der Engel, also unseren Volunteers. A while ago. You had some special experience there, right? Yes, I had some interesting conversations. Yeah. Genau, ich hatte dazu noch ein paar interessante Konversationen und ich glaube, er hat sie getweetet. You have one, maybe two magical events. Es gibt ein, vielleicht zwei magische Events gratis und für den Rest muss man arbeiten. Und ich denke, das war ein guter Punkt, weil diese Erfahrung für alle zu bringen, möglich zu machen, dabei zu helfen, dieses große Event überhaupt möglich zu machen, das machen Volunteers. Und ich kam 2015 zum Camp. Und ich habe angefangen zu engeln. Und dieses Jahr habe ich bestimmt hunderte Stunden an Arbeit hier reingesteckt, Villages zu planen. Don't hesitate to angel, not everybody. Zögert nicht zu engeln. Wir brauchen Engel. But it's not the people who planned the event. Das geht nicht nur um die Leute, die das Event planen, sondern besonders auch die Menschen, die hier jetzt auf dem Camp arbeiten. Und es ist total in Ordnung, wenn ihr nur ein, zwei Schichten übernehmt, aber wir brauchen Helfer auf diesem Event. Ihr könnt euch im engelsystem.de registrieren. Und das ist eine tolle Gelegenheit, in die Familie reinzukommen, neue Leute kennenzulernen. Zum Beispiel am Eingang zu sitzen und die Bänder zu überprüfen und man kann sich mit tollen Leuten unterhalten und das kann man wirklich nur empfehlen. Und ein Engel zu sein ist auch der perfekte Weg, um das ganze Camp zu erforschen, kennenzulernen. Ja, hier haben wir noch die Fairy Dust. Es gibt hier Leute auf dem Camp, die unglaublich tolle Sachen herbringen zum Camp. Es gibt total coole Sachen hier. Eins seht ihr hier. Es gibt Dekorationen. Es gibt hier die Real-Life Fairy Dust. Mit der Skalierung 1 zu 11. Es gibt das TROC, das Zug Operation Center. Das ist nur eines der vielen Sachen, die ihr hier entdecken könnt auf dem Camp. Es gibt eine lange, lange Liste mit Projekten, Sessions, mit Villages. Wir haben alles Mögliche. Wir haben die großen Hallen mit den Talks. Wir haben unglaublich tolle, interessante Talks geplant. Wir haben viel zu viele, um sie jetzt hier aufzuzählen. Geht einfach übers Camp, entdeckt alles. Ihr könnt auch die Karte im maps.ccc.de finden. Da gibt es eine tolle Karte, dann geht ihr nicht verloren. Oh, yeah. Es gibt auch noch was Gutes im Zelt 2. Da sind die Leute vom VOG, die Menschen, die das alles möglich machen mit dem
Videos, dass man dann auf media.ccc.de binge-watchen kann. Großer Applaus für das VOG. You know what? Weißt du was? I think I know what I forgot in the beginning. Mir ist was eingefallen, was ich am Anfang vergessen habe. Es gibt das Video Operation Center. Yeah, hello. Und es gibt einen Livestream. Hallo Livestream. In the beginning, I was so nervous. Hallo alle, die im Livestream gucken. Hallo Mama. You know, when we were at Easterhack in Vienna. Weißt du noch, als wir im Easterhack in Wien waren, da habe ich ein Bild vom Opening an meine Familie geschickt. Und meine Mama fragte, was ist das? Und ich sagte, ein Workshop, Wochenende vom CCC. Und meine Mama fragte, oh super, gibt es einen Livestream? Und ja, ich konnte sagen, ja, den gibt es. Okay, back to the thing in our workshop. Nochmal zurück zu den Workshops. Es gibt Halle 2, da gibt es noch was für Menschen mit technischen Hörgeräten oder Hörverbesserung. Und da gibt es alles Mögliche, da können Leute Dinge ausprobieren und Feedback geben. Und da mixen sie auch die ganzen Systeme und ja, die werden sich freuen, wenn Leute kommen, um auszuprobieren und Feedback zu geben. Noch was Cooles. Ich habe voll vergessen, heute Morgen mein Cardio-Badge zu holen. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Das Cardio-Badge ist eure eigene Open-Source-Smartwatch für euer Handgelenk. Und es gibt Sensoren für Positionsbestimmung, ECG und vieles mehr. Nerve Planning nur später, wenn man gefragt wurde. Also wir können es wirklich empfehlen. Das Badge-Team hat eine tolle Arbeit rein hier gemacht. Und ja, das hier sind Bilder von gestern. Ich empfehle euch allen, euch das anzugucken. Ich war total begeistert von den Sachen vom Camp 2015. Und wenn ihr mehr Details möchtet, dann bleibt einfach hier. Der nächste Talk ist über Cardio. Gleich hier im selben Zelt. Nochmal zurück zum Camp Entdecken. Wir haben auch Power, also die Leute von dem Team Power haben die Macht oder Power. Wir haben ganz viel Elektrizität, Strom hier auf dem Camp, weil Laptops immer Strom brauchen. Aber bevor ihr Kabel über Schienen legt, fragt bitte mal nach, ob das in Ordnung ist, weil sonst seid ihr ganz schnell ohne Strom. Auch wichtig, verbindet, legt keine Kabel von einem Teil zu einem anderen, wenn da ein Weg dazwischen ist. Wichtig. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr Strom herbekommt, dann fragt eure Nachbarn. Zögert nicht zu fragen. Es gibt Leute, die wissen, wo ihr euren Strom herbekommt. Es gibt noch was weiteres. Wir sind gerade sicher hier, aber ich glaube, es gibt noch einen größeren Bug auf unserem Planeten. Ja, was wir beim CCC auch immer spiegeln, sind ja auch Themen der Welt außerhalb und das geht jetzt um Nachhaltigkeit und wir haben viele Bugs und wir haben viele Themen hier und Nachhaltigkeit ist eines davon. Wir haben auch soziale und politische Probleme, die gefixt werden müssen. Und ja, total. Öffnet einfach eine Zeitung und ihr werdet die ganzen Bugs finden. I think that's in politics, right? Yes. Okay, shit. Yeah. But yes, so as long as we see, ja, solange wir die Probleme sehen oder
die Probleme oder Bugs als das, was sie sind, haben wir die Möglichkeit, sie zu fixen. Weißt du, dass... Ja. I shall go faster. Soll ich mich beeilen? Okay, was ist das Nächste? Not that fast, because we just, nicht ganz so schnell. Is, we had, this is whole es gibt noch was Wichtiges, ja, diese ganze Nachhaltigkeitssache, Diskussion. Wir hatten die in den 60ern, in den 80ern. I know it from my dad or my du kennst das von deinem Vater, ich kenne das von meiner Familie. Und es ist verrückt, dass wir die immer noch haben, dass wir die wieder haben. Ja, vielen Dank an Greta und Fridays for Future, dass ihr das wieder aufgebracht habt. Ich sehe ein paar Flaggen da hinten. Ja, großartig, die Flaggen gehen schon los. Ja. Ich muss mir mal in meine Notizen schauen. Oh ja. Ich glaube, wir gehen da schon rüber. Ich habe mir schon gesagt, es ist einfach, Bugs zu finden. Aber es ist sehr schwer, Lösungen dazu zu finden. Politik haben wir schon gesagt. Die Politik hat schon gesagt, nee, wir können keine schnelle oder einfache Lösung liefern, aber wir wollen auch keine einfache Lösung. Wir wollen es einfach nur überhaupt gefixt haben. Also lass uns zusammenarbeiten an den echten Lösungen. Und ja, die können nicht schnell sein. So it's on every one of us. Aber es liegt an uns allen, aufzustehen. Aufrichtig aufzudrehen. Wir können mit Leuten reden, die Lösungen haben. Wir haben Anfänge für Lösungen. Aber wir haben hier so 5000 Leute, nicht ganz so sicher. Alle haben diesen Hacker-nerdigen Geist. Alle haben irgendwie Ideen. Wir müssen unsere Ideen ändern. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen Lösungen finden für kleine Probleme, große Probleme, alle Bugs, sodass wir das nach draußen verbreiten können und hier ein bisschen utopisch leben können. About Freedom hat ein großes Ding über Nachhaltigkeit. Extinction Rebellion ist hier. Bits und Bäume. Was eine sehr großartige Konferenz ist, die Leute von Nachhaltigkeitsbewegungen mit uns als Hackern verbindet. Wir können sehr coole Lösungen finden für Upcycling, Recycling, die ganzen Bugs. Und läuft rum, redet mit Leuten, tauscht Fakten und Diskussionspunkte aus, kommt da raus, macht diesen Planeten ein kleines bisschen größer. Und das ist euer Ruf zum Abenteuer. Geht nach draußen in dieses wundervolle Wunderland, das wir für die nächsten 5 Tage hier aufgebaut haben. Geht da nach draußen, erkundet alles, lebt es, fühlt es und dann nehmt es mit, wenn ihr nach draußen geht. Aber erst seid erstmal hier und genießt. Auf jeden Fall. Also das letzte Ding, was ich sagen will, ich wünsche euch eine sehr abenteuerliche Reise auf dem Camp, auf dem Chaos Communication Camp 2019 und bitte hackt den Planeten. Danke. Ihr habt den Eröffnungs